Okay, das Resultat ist kalte Füße, weil kaltes Wasser am Obermaterial, aber trocken. Bin durch. Sehr gut. Da hätte ich jetzt überhaupt keine Lust gehabt, durchzuwarten. War knapp, aber ging. Bisschen nasse Hose unten am Rand, aber gut. Weiter geht's. So, ich habe gehofft, es ist nur ein kleiner Schauer. Aber die Wolke ist doch größer als erwartet. Ich hatte gehofft, hinter der dunklen Wolke kommt noch mal eine helle. Das war jetzt bisher die letzte Zeit meistens so, dass sich die hellen und die dunklen Wolken abgewechselt haben. Jetzt leider nicht mehr. Jetzt haben wir wieder ein dickes Regengebiet und dementsprechend habe ich mich wieder eingepackt. Das heißt, ich werde die Kamera jetzt auch wieder wasserdicht verstauen, dass da ja nichts passiert, und melde mich wieder, wenn ich irgendwo im Trockenen bin. Ah, ich habe eine Furt gefunden. Ich bin jetzt bestimmt 400 Meter diesen scheiß Bach hochgelaufen, Fluss, weil ich keinen Bock hatte, unten zu queren. Da war der nämlich verdammt schnell, ordentlich Strömung, durchaus nicht ungefährlich. Und habe gedacht, wenn ich schon hochlaufe, dann kann ich auch so lange hochlaufen, bis ich vielleicht sogar trockenen Fußes rüberkomme, ohne meine Schuhe ausziehen zu müssen. Und tatsächlich, hier geht's. Also da hinten dann. Und wenn man dann an dem Ding entlang... Wenn man dann an dem Ding entlang nach vorne läuft, über so eine Landzunge, kommt man da hinten dann nochmal über einen etwas kleineren Bach, da muss man zwar weit springen, kann ich aber mit den Stöcken, und dann ist man drüben. Na Gott sei Dank, das wäre jetzt scheiße gewesen, wenn ich hier umsonst hochgelaufen wäre. Schöne Aussicht übrigens. Ich habe schon befürchtet, dass das eine scheiß Idee ist. Hatte ich da hinten auf dem Hinweg, als ich da am Hauptfluss entlang bin, habe ich einen kleinen Nebenbach übersehen, und dieser eine kleine Nebenbach hat sich jetzt als sehr großer Nebenbach, das ist so ziemlich der Hauptabfluss, der vom Schneefeld, von hinten vom Berg kommt, der hat sich jetzt als eben kein kleiner Nebenbach entpuppt, und da bin ich jetzt nicht drüber gekommen. Ich habe jetzt gedacht, jetzt riskierst du es und versuchst, über Steine rüber zu kommen. Also hier, insbesondere die da, wo das Wasser so richtig schön rumspritzt, da stand noch einer drin, der so aussah, als würde der eine reichen, um durchzukommen. Leider war der eine dann nicht stabil, und damit bin ich dann halt, der ist halt umgeknickt und ich bin im Wasser gelandet. Jetzt habe ich einmal Wassereinbruch im Schuh, einmal ein bisschen mehr, einmal nur ganz wenig, das ist nicht schlimm.
Also sie ist natürlich ein bisschen blöd. Also da ich die Schuhe jetzt eh schon aus habe, werde ich jetzt den Rest vom Bach, diesen da dann gleich richtig queren. Dann bin ich auf jeden Fall drüben und guck, dass ich zurück zum West Highland Way, zum Kungsleden komme. Naja, ist man wieder eine Erfahrung reicher. Aber selbst wenn ich ganz hoch, also ich hätte noch weiter hoch gehen können, dann wäre ich irgendwann drüber gekommen. Über diesem Schneefeld da, das große. Im Nachhinein wäre das natürlich eine bessere Idee gewesen, als jetzt nasse Füße zu kriegen. Naja. Jetzt gucken wir mal. Ich ziehe jetzt gleich die anderen Socken an, die trockenen. Dann können die aktuell nassen Socken am Rucksack ein bisschen trocknen. Und dann schauen wir mal weiter. Yo. Also, kleiner Tipp, wenn euch das mal passiert und ihr habt ein sehr saugstarkes Handtuch, dann Handtuch nehmen mit irgendeiner noch trockenen Stelle. Ich bin jetzt schon fleißig dabei. In den Schuh und halt dann versuchen, ich kann das jetzt nur mit einer Hand, den möglichst auszudrücken. Das Wasser also vom Schuh ins Handtuch drücken. Dann ist das an der Stelle auch deutlich feuchter. Jetzt habe ich da schon einiges rausbekommen mit der Methode. Das rentiert sich. Also da geht wirklich dann nochmal einiges an Wasser drauf. So, und dann zieht man am besten trockene Socken an in den Schuh. Die saugen dann das Wasser raus und beim Laufen transportiert sich das nach oben, oben in den Socken und verdunstet dann. Das ist quasi das gleiche wie mit dem Schweiß. Der Schweiß sammelt sich ja auch nicht im Fuß, sondern geht mit der Zeit raus und genau so verlässt auch das Wasser wieder den Schuh. Jetzt ist er einigermaßen zumindest nicht mehr klatschnass, sondern nur noch feucht. Das sollte also eigentlich ganz gut funktionieren. Zweites Paar Socken hänge ich oben an den Rucksack, dann können die trocknen, während ich laufe. Und dann hält sich der Schaden in Grenzen. Die nächste Flussdurchquerung kommt heute auch noch irgendwann. Also von daher kann ich die Durchquerungsschuhe schon gleich draußen lassen. Das folgende ist eine Anspielung auf eine berühmte Buchreihe. Wer die Buchreihe errät, der ist gut. Gut, dass ich jemand bin, der immer weiß, wo sein Handtuch ist. Ja, der hatte schon recht. Handtücher sind so ziemlich das Nützlichste. Wenn ich jetzt den Rest von diesem Satz ergänze, dann weiß eh jeder, was gemeint ist. Also darf ich das jetzt nicht weiter ausführen. Aber ich bin mal gespannt. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr wisst, wovon ich rede. Ja, bei dem Wind, der gerade geht, sollte all das Zeug da hinten am Rucksack eigentlich sehr schnell trocknen. Ah, das ist jetzt immer eklig, wenn man dann mit den kalten, nassen Füßen und dann wieder in die Socken und in die Schuhe. Und die sind zu allem Überfluss auch noch nass. Deshalb wollte ich das vermeiden mit dem Queren. Weil das ist echt nicht gut für meine Füße. Das geht dann eine ganze Weile, bis ich wieder gescheit laufen kann. Dann mache ich jetzt langsam und vorsichtig, gehe hier querfeld ein, also querfjell ein und guck, dass ich wieder auf den Kungsleden komme. Scheiße, da ist ja noch mal ein Bach. Oh nö. Ja, okay, aber da kommt man drüber. Da kommt man drüber. Wie viele sind denn das noch? Ja, ich mach weiter. Ehrlich gesagt war das ein ziemlicher Kampf, jetzt hierher zu kommen, aber wie ihr seht, bin ich im nächsten Sicherheitsraum und holla die Waldfee. Also da wundert mich nicht, dass doch jetzt ein paar Leute inzwischen in der Nebensaison unterwegs sind, wenn du für wenig Geld in so einer coolen, gemütlichen Hütte übernachten kannst und dann noch ein Einheimischer bist und auch die Sprache der anderen verstehst. Mein Englisch ist ja auch nicht so gut. Deshalb, es reicht immer, um ein paar blöde Sprüche auszutauschen und das war's dann aber. Deswegen, ich fühle mich dann immer ein bisschen unwohl, wenn es dann in tiefere Gespräche geht. Also wo kommt man her? Wo geht man hin? Eventuell nachfragen, wie weit ist es noch bis XY? Also Sachen, das ist alles kein Problem. Auch nach dem Weg fragen und ist alles kein Thema. Aber wenn es dann darum geht, warum bist du hier? Suchst du nach Gott? Suchst du nach Weisheit? Oder
hängt, what are you hiking for? Und so ein Krempel, da tue ich mich dann schwer. Ja, das mit den Füßen, es geht einigermaßen. Jetzt mit den nassen Schuhen halt. Ich werde jetzt hoffentlich meine anderen Socken wieder anziehen können. Die sind nämlich inzwischen schon getrocknet. Ja, hier besteckt die Kamera, aber das ist wurscht. Ich filme jetzt trotzdem weiter. Ja, und jetzt guckt euch mal diesen Raum hier an. Ta-ta-ta-ta. Wie geil ist das denn, ne? Allein diese Betten, das ist ja großartig. Und man kann die Füße unten raushängen, weil die scheinen mir etwas kurz zu sein. Also, so rum. Ich muss sagen, ich bin ziemlich begeistert. Hier rennen jetzt noch 6 andere Personen rum. Ich glaube mal, die wollen alle hier bleiben und machen gerade einen Abstecher zum Gletscher. Sah jedenfalls so aus, als ob sie das vorhätten. Man kann von hier nämlich einen Abstecher zum Gletscher machen. Das ist natürlich reizvoll. Wenn ich auch hier bleibe und einen Abstecher zum Gletscher mache, das wäre... Jetzt sieht man dann gar nichts mehr. Naja, das wäre natürlich schon irgendwo reizvoll. Aber eigentlich wollte ich noch ein bisschen weiter. Jetzt mache ich erstmal Pause, esse was. Boah, es ist echt schon spät geworden. Das war ein ziemlicher Kampf, jetzt hierher zu kommen mit den nassen Schuhen. Und das letzte Stück, das war irgendwie... Das hat reingehauen. Ja, meld mich wieder, wenn ich gestärkt bin. Wie geil ist das denn? Ich habe eine Box gefunden mit Gratis-Essen. Wenn jemand zu viel Proviant dabei hat, kann er es da hinlegen und wer es haben will, kann sich's nehmen. Und was gibt's da? Ein paar Kekse. Die sind bestimmt noch gut. Probiere ich gleich mal einen. Und 2 so krasse Salami. Geil! Und Kartoffelbrei. Brauche ich Kartoffelbrei? Überlege ich mir noch, bis ich gehe. Aber wie cool ist das denn? Und da ist sogar was drin, um die Jahreszeit. Hätte ich ja vermutet, da hat jeder mitgenommen, was er irgendwie kriegen kann. Man kann theoretisch auch noch was kaufen, das finde ich als nächstes raus, wie das funktioniert. Cool! Okay, hab das Zeug, was man erwerben kann, gefunden. Und zwar ist es folgendes. Der Inhalt dieser Kiste. Es gibt vermutlich irgendeine Pilzsuppe. Dann gibt's noch mehr Pilzsuppe. Pilzsuppe, Spargelcremesuppe vermutlich, nochmal und nochmal, naja, und tada, Kartoffelbrei, komplett mit Mjölk, Mjölk ist Milch, das weiß ich, das wäre ja eigentlich schon so, als dann könnte ich mich natürlich satt fressen bis zum geht nicht mehr. Oh, circa 30 Potassar, da circa 15, was auch immer. 6 Portionen. Heißes Wasser in Schüssel umrühren, fertig. Jetzt habe ich keine Schüssel. Naja, dann muss ich mir das halt in eine Tasse machen. Nehme ich halt jeweils die Hälfte. Aber was mache ich dann da rein? Das allein schmeckt. Ich habe gerade überlegt, ob ich mir wirklich einen Kartoffelbrei kaufen soll. Wäre dann aber schön blöd, weil in der gratis zum Mitnehmen Truhe ist auch Kartoffelbrei. Also Kartoffelbrei ist offensichtlich nichts, woran wirklich Mangel herrscht hier oben. Ja, und ich habe jetzt gerade den Nachteil rausgefunden, dessen, wenn man sich bei der Bedienen-Sie-sich-Kiste bedient, man muss den Müll mitnehmen. Sprich, ich habe jetzt 2 leckere Kekse gemampft, die waren wirklich gut. Aber, und ich bin jetzt auch richtig satt, so satt war ich schon lange nicht mehr. ja, aber ich muss halt, wie gesagt, jetzt eben den Müll mitnehmen. So fair muss man sein, wenn man sich schon aus der Gratiskiste bedient. Und ich glaube, ich nehme mir dann noch einen so einen Kartoffelbrei mit. Die sind auch angebrochen, die Packungen. Da kann ich mir dann einen so ein Tütchen rausnehmen. Lese mir vorher noch durch, wie viel Wasser man da braucht. Aber das kriege ich auch so irgendwie hin. Und da kann ich mir dann noch eine Salami reinschneiden. Also erstens habe ich hier ja diese 2 Salamis gefunden. Die könnte ich da reinschnippeln. Zweitens habe ich selber auch noch im Gepäck so knapper Salami, so ganz lange Dinger, die man klein schnippeln. Entschuldigung. Und da reinpacken könnte. Ja, das wäre eine Option. Ah, jetzt muss ich mich nur noch dazu durchringen, dass ich wieder gehe und nicht hier bleibe. Hier ist nämlich gemütlich. Aber das wird mir zu voll, wenn hier noch 6 andere Leute sind, die vermutlich hier übernachten. Andererseits. Ich weiß nicht. Ich lese jetzt noch ein bisschen. Ich habe sogar noch etwas Zeit. So ein halbes Stündchen oder was. Und dann haue ich wieder ab. Vielleicht. Mal gucken. Okay, noch ein kleines Update zum Thema Hütte. Die eine Wurst, die ist offensichtlich schon angefressen. Da ist die Packung offen und es fehlt ein Zipfel. Die habe ich jetzt wieder da gelassen. Sonst muss ich auch den Müll mitnehmen. So verzweifelt an Verhungern bin ich nicht, dass ich eine angefressene Wurst essen muss.
Und das hat mich jetzt etwas stutzig gemacht. Ich hatte gerade die Hälfte der anderen Wurst vertilgt. Dass ich mir jetzt überlege, ob ich die, na, die lasse ich jetzt natürlich nicht da, eine halbe angefressene Wurst, aber den Müll nehme ich halt in Gottes Namen mit und der Rest von der Wurst, den kriegt der Eisfuchs. Also das nur nochmal so als kleines Update dafür. Habe ich hier noch eine nicht angebrochene Tüte von Kartoffelbrei gefunden. Auch nicht schlecht, wenn die zu der Packung gehört, in der sie drin war, dann ist die auch noch haltbar. Ansonsten das Zeug verdirbt ja quasi nicht. Und das werde ich dann benutzen, um meine Kartoffelsuppe noch ein bisschen anzudicken. Ich habe nämlich noch 3 Tüten Kartoffelsuppe. Die besteht im Wesentlichen auch aus so Kartoffelbreiflocken. Und da kann ich mir einfach eine dickere Kartoffelsuppe draus machen, wenn ich das jetzt noch mitnehme. Das ist also eine sinnvolle Ergänzung meiner Ausrüstung. Und ich stelle fest, immer schön in diesen Hütten vorbeischauen und gucken, ob es da noch mehr Zeug for free gibt. Die Kekse jedenfalls, die waren jetzt gerade großartig. Und ich bin jetzt wirklich richtig satt und theoretisch auch motiviert, weiterzulaufen. Aber ich lese jetzt noch ein bisschen.